Wir werden uns jetzt auf eine gemeinsame Reise begeben, eine schamanische Reise direkt in unser Herz mit dem Herrn Peter Koller. Ich bitte Sie auf die Bühne und freue mich schon. Dankeschön. Willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Und ich setze mich da runter, weil im Schamanismus oder die Worte zum Herzen von Auge zu Auge sind. Und das Podest ist da oben ein bisschen mal zu hoch, weil wir unser ganzes Leben immer Vorbilder haben, die was wir raufschauen, und das können wir auch mal aufhören, dass wir sie gegenseitig von Auge zu Auge sehen, von Herz zu Herz hören. Kurz zu mir, zu meiner Person. Okidok habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt. Klaus hat mich eingeladen, eine Sendung bei ihm zu machen. Aufgeregt, was mich erwartet. Bin ich dann hingefahren, habe die Sendung gemacht. Haben mir gedacht, boah, da komme ich in ein Studio und da ist ein paar. Und dann sitzt man im Wohnzimmer und der Klaus hat mir eine Stunde durchgeführt, zwei Stunden, und plötzlich war die Sendung zu Ende und ich konnte das erste Mal über mich sprechen. Der Peter, der was jetzt 52 Jahre alt ist, hat seine ersten Lebensjahre, circa 30 Jahre, nichts gesprochen, weil er es einfach gefühlt hat, dass die Menschen nicht zuhören, wenn man spricht. Und wenn man dann spricht, nur sprechen kann, wenn man in der Pause des anderen ist. Und dann haben wir gedacht, dann brauche ich auch nicht sprechen. So lehrte ich einfach über 30 Jahre das Zuhören und das Beobachten der Menschen, wenn sie sich treffen. Aber ich habe nie was gehört, dass der Mensch über sich spricht, wie es ihm wirklich geht oder sich öffnet, was in ihm gerade geschieht. Ich habe vor 10 Jahren den schamanischen Weg begonnen. Ich habe vor 10 Jahren eine Frage mir gestellt: Was ist das Leben und wo soll das Leben für mich hingehen? Und wo ist das Ziel des Lebens? Ich habe Handwerk gelernt, ich bin Maurer, gelernter Maurer. Habe mit 21 Jahren dann die Werkmeisterschule gemacht. Habe dann Bauleitung gemacht mit 21 Jahren bis zu meinem 42. Lebensjahr. Und das Neue der Miete hat mir dann immer wieder gezeigt, dass meine Seele etwas von mir möchte. Ich habe immer Ausschläge gekriegt in den Knienbereich, immer im Winter, wo ich mich dann nächtelang gekratzt habe, mit Salzpeter dann wieder geheilt habe und dann wieder gekratzt hat. Bis meine Frau mir gesagt hat, wann willst du immer was verändern, weil das kann ja nicht so weitergehen. Und das war der ausschlaggebende Grund, wo ich mich das erste Mal mit mir beschäftigt habe, wo ich mich gefragt habe, was will ich eigentlich von mir und wer bin ich? Und so habe ich den Schamanismus kennengelernt. Das ist eine umfangreiche Welt jetzt in der Spiritualität. Die Welt ist groß in den letzten Jahren gewohnt. Es gibt viele Anbieter. Mir hat es zum Schamanismus hingeführt, weil irgendwas eine Verbundenheit in mir war und auch etwas wiedererkannt wurde in mir. Das, was mein Herz berührt hat, wie ich davon gehört habe. Und so habe ich begonnen, einfach eine andere Welt kennenzulernen. Die schamanische Welt, ja, die Welt, wo viele nennen, das ist die Anderswelt, ja. Die Anderswelt, wo man eintauchen kann, wo man seine Alltagssorgen vergessen kann, wo man seine irdischen Probleme vergessen kann, wo man einfach da drin in dieser Welt verschwinden kann. Und auch viele, was ich jetzt nach 10 Jahren Begleitung erfahren habe, noch immer in dieser Welt sind und die irdische Welt aufgegeben haben, ja. Und diese irdische Welt ist aber für das, was wir hier sind. Ich glaube, wir sind hergekommen, und das umzusetzen hier auf der Erde, das, was wir sind, sei es unsere Gaben, sei es unsere Aufgabe, die, was wir kennenlernen über unsere eigene Seele. Ja. Und den Kontakt mit seiner Seele herzustellen und ihr wieder zu vertrauen, was sie einfach dir wieder sagt. Und es umzusetzen hier auf der Erde mit allen Gefühlen, was man einfach in sich hat, mit allen Ängsten. So wie der Vorredner, Geld, Existenzängste, das ist die größte Angst. Meine Existenz nicht mehr zu haben, mein Umfeld nicht mehr zu haben. Und wenn ich eine Veränderung durchführen möchte, erfordert es Mut. Weil Veränderung steht einfach für was Neues. Ja? Und wir haben sehr viele Sachen, oder auch ich hatte sehr viele Sachen,
mitgenommen, die was mir gelehrt wurden, und die habe ich für wahr empfunden, ja, bis ich das Weltbild, mein Weltbild einfach verändert habe und es nicht alles mehr für wahr empfinde, was andere mir sagen, sondern ein Gefühl mir meine Wahrheit einfach immer abklärt, ob das wirklich wahr für mich ist. Und so habe ich einfach vieles über mich kennengelernt. 10 Jahre ist eine Reise, ja, eine Reise, die was beginnt mit etwas Neuem, wo man eintaucht, wo man glücklich ist, wo man sich kennenlernt, wo man Zwiebelschalen runterschmeißt, bis zu einem Aufzug, wo man weiterfährt in einem Aufzug, tiefer, 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 wo Schmerzen hochkommen, wo Verletzungen im Herzen aufbrechen. Seit 30 Jahren bin ich mit meiner Frau, mit der Claudia, verheiratet. Die ist meine beste Lehrerin, weil die zeigt mir genau, wo man hin muss zum Herz. Und wenn ich das nicht möchte, dann flüchte ich. Ja? Wenn es weh tut, dann flüchte ich. Dann bin ich der, was immer wieder flüchtet, und sie holt mich immer wieder zurück zu meinem Herz und bringt das heraus, was einfach verletzt wurde in den Zeiten davor. Und die Reise zum Schamanen hat mir aufgezeigt, das ist die Reise zu meinem Herzen. Ja? Und ich wusste gar nicht, wie viel ich Verletzungen in meinem Herzen habe oder hatte oder noch immer habe, das weiß ich nicht. Weil es ist ein ständiger Prozess, den was man dadurch geht. Man lernt einfach über Erfahrungen, Erkenntnisse und bringt einfach wieder seine Erkenntnisse weiter. Schamanismus ist ein großes Umfangreich, man kann viel lesen über Schamanismus, man kann sich aber sein eigenes Bild auch daraus machen, wenn man seine eigenen Reisen macht, dafür hat man die schamanische Reise. Und da kann man seine eigene Wahrheit empfinden und erkennen. Die ist vielleicht vergleichbar mit anderen, aber vielleicht neu für dich selbst. Und jeder von uns, glaube ich, hat eine Persönlichkeit, eine eigene, mit einer eigenen Gabe und mit eigenen Zielen und mit eigenen Wünschen. Ja. Und es zu vergleichen mit anderen, habe ich begonnen aufzuhören, weil wir doch jeder für uns einen Traum im Herzen haben und ein Gefühl. Und jeder von euch hat sicher ein Gefühl, das was ihm führt in seinem Leben, immer wieder führt. Ja, so ist es. Und wenn das Gefühl einfach so stark ist und man weiß auch noch nicht, wohin es geht, der Weg, dann sollte man ihm gehen. Weil mein Weg war immer, dass ich ein Gefühl hatte, das was ich nicht zuordnen konnte. Und ich wusste auch nicht, wohin der Weg geht, aber ich bin ihm gegangen. Und ich habe mir gedacht, es gibt gewisse Momente, wo man gesagt hat, oder wo ich mir gesagt habe, warum hörst du nicht auf, Peter? Das hat überhaupt alles keinen Sinn. Diese Spiritualität, dieser Schamanismus, das bringt überhaupt nichts. Geh wieder zurück in dein altes Leben, in dein gewohntes Umfeld, dort, wo du dich sicher fühlst, wo alles so war, wie es ist, bequem. Und irgendwas in mir, der Freigeist in mir, hat gesagt, nein, er will weitergehen, er will weitergehen. Er möchte Menschen auf ihren Weg begleiten, er möchte Brücken bauen zu ihrer Seele. Er möchte ein Stück den Menschen einfach auf seinen Weg frei begleiten können. Ja. Und jeder hat von uns, wenn er geboren wird, die Liebe in sich und die Freiheit in sich. Und das Einzige, was einfach jetzt wieder zurückkommen darf und was so schwer ist, diese Freiheit auch hier zu leben für sich, hier auf der Erde, in seinem Umfeld mit den Mitmenschen. Ja. Und da lernt man einfach vieles über sich und vieles über die Mitmenschen kennen und viele Spiegeln rennen dann herum und viele Botschafter kommen dann und geben dir aber nur immer wieder einen Stups, wo sie dir zeigen, schau, du bist vielleicht, müsstest die Richtung ändern auf deinen Weg. Aber manchmal sieht man es nicht. Manchmal möchte man diese Erfahrung selbst machen, möchte diesen Weg einfach selbst gehen und dann zu erkennen, leider habe ich diesen Botschafter nicht gehört, leider habe ich dieses Zeichen nicht wahrgenommen. Und so habe ich ja in meinem Leben sehr viele Zeichen bekommen, sehr viele Botschaften, die was ich teilweise gehört habe, teilweise nicht gehört habe. Teilweise musste ich die Erfahrung machen, teilweise eine leidvolle Erfahrung, teilweise eben bis zu der Existenz, dass man mal auch das Gefühl hat und sprechen kann, wenn man mal kein Geld hat, wie das wirklich sich anfühlt. Wie fühlt sich ein Konkurs an, wirklich, wenn man erlebt hat? Oder kann man das nur sagen, was andere gesagt haben? Keiner weiß, wie das wirklich ist, wenn man es nicht selbst erlebt.
Und da gibt es viele Sachen im Leben, die was man einfach selbst erlebt hat. Und schön wäre es einfach, wenn die Menschen über diese Erlebnisse sprechen würden, reden würden, austauschen würden. Ja, da könnte man lernen über diese ganzen Sachen. Weil wir sind alle eins und gleich. Und wir hören, wenn wir den anderen zuhören, haben wir immer einen Teil von unserer Geschichte, was durchrennt. Und wir vergleichen, wir gleichen dann ab und denken, ha, das habe ich auch vielleicht schon erlebt und das, das ist auch so in mir. Und es hört sich auch für den anderen, dass er nicht alleine ist hier mit seinen Dingen, mit seinen Themen, mit seinen Problemen. Dass es auch andere Menschen gibt, die was Ängste haben, Zweifel haben, Gefühle haben. Ja. Und das ist eine Vielfalt, eine Erfahrung. Aber es ist der Mensch später, der was in dieser Zeit, wie er Schamanismus begonnen hat, dieses Thema, das was ihn damals dorthin geführt hat, sich nicht ansehen wollte. Ja. Und den Peter, den irdischen Peter, den Bauleiter damals, einfach stehen lassen hat und hat sich gedacht, das Neue, das Schöne, der Schamanismus ist frei und dieser alte Peter, den brauche ich eh nicht mehr, ja? den lassen wir einfach, weil der wird sich eh nicht mehr rühren, der wird nicht mehr da sein und ich kann mir das Schöne machen, ich kann das Schöne erleben und leider ging der immer wieder mit, ja? Der ging immer wieder mit und irgendwann hat er sich einmal hingestellt und gesagt, du, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass wir sich das Thema anschauen. Und das Thema war bei mir die Selbstlüge. Ja. Wo lüge ich mich selbst an? Ja. Wo belüge ich mich selbst in meinem Leben? Und wann beginne ich einfach ehrlich zu mir werden? Ja. Ehrlich zu mir selbst zu werden. Ja. Und wann beginne ich einfach Klarheit in mir zu erleben? Und wann beginne ich eine Ordnung zu schaffen in meinem Leben? So viele Baustellen im Leben zu haben, und ständig zu nähern, jede Baustelle, jeden Tag, wenn ich aufwache, diese Baustelle. Ich rede immer, dadurch, dass ich vom Baubereich komme, immer mit den bautechnischen Sachen aus Vergleich. Dann brauche ich sehr viel Energie, jeden Tag aufzuwenden, dass ich diese Baustellen betreuen kann. Ja. Aber schließe ich sie auch ab? Das ist immer die Frage. Oder ist diese Baustelle eine ewige Baustelle, die was nie einen Abschluss findet? Und das nenne ich Ordnung, Ordnung schaffen. Und es ist nicht erlöst, wenn man glaubt, man tut nichts. Ist es nicht erlöst. Und das durfte ich auch erfahren. Ich habe mir gedacht, ich lasse meine Baustellen stehen und mache neue. Und plötzlich habe ich mir gedacht, diese Baustellen sind einmal zu beendigen und zu erlösen und zu fertigzustellen. Und sonst geht der Weg, geht immer weiter, ja. Aber er wird nicht freier. Und das ist, für mich war das die Reise hört ja nie auf. Es ist nicht, dass die Reise jetzt aufhört, aber sie wird klarer, sie wird wahrer und sie wird einfach für mich, was möchte ich und für was bin ich hier. Und für mich bin ich jetzt beides zu verbinden, das Irdische und das Schamanische. Ich habe ein Wissen mir angeeignet im Handwerk, in der Bauleitung, über viele verschiedenen Projekten und in der 10-jährigen Begleitung mit Menschen. Ich möchte die einfach jetzt in nächster Zukunft dieses Verbinden, das Irdische und das Geistige, weil wenn wir eines glauben, dass wir nur eines nähren, dann werden wir draufkommen, dass wir untergehen. Wir dürfen beides nähren in uns und das dürfen wir einmal ausloten und wir müssen einen Ausgleich schaffen. Ja. Weil die geistige Lehrerschaft gibt dir einfach die Impulse mit, dass das du auf der Erde umsetzt, für dich. Weil wenn wir fragen, die geistige Welt, dann kriegen wir eine Antwort. Nur die Frage ist es, hören wir diese Antwort und verstehen wir diese Antwort? Oder braucht man manchmal einen Übersetzer für diese Antworten? Weil wir selbst in unserem Thema so stark drin sind, dass wir nicht rauskommen und weder wird wissen, man stellt sich immer dieselben Fragen und gibt sich auch immer dieselben Antworten. Ja. Und das ist ein ständiger Kreislauf dann. Ja. Und das, man bekommt nie eine neue Frage. Ja. Und in der geistigen Welt kann man auch diese Fragen stellen. Man kann auch die Antworten erhalten, was man sich wünscht. Ja. Aber man kriegt meistens Antworten, da wo man überrascht ist,
Weil das hätte man sich nicht gedacht, dass man die Antwort kriegt. Und das bringt einfach jeden Einzelnen wieder weiter, den Weg weiterzugehen und einen neuen Schritt zu tun. Ja. Und in dieser schamanischen Welt haben wir einfach diese Welten hier in unserer Kultur. Wir haben Schamanismus überbracht bekommen von anderen Kulturen, haben gelehrt, wurden gelehrt. Und es ist ein Zeitpunkt da, dass wir einfach auch sagen, das Neue in Österreich, wie schaffe ich oder wie kann ich als Schamanismus leben hier in Österreich, wo ich auf die Welt gekommen bin, wo ich die Kultur lebe, wo ich das System habe, wie mache ich das oder wie glaube ich das zu tun? Ja? Weil ich kann mich nicht vergleichen mit einem peruanischen Schamanen, ich kann mich nicht vergleichen mit einem sibirischen Schamanen, weil die haben eine andere Kultur, die sind anders überliefert worden und wir sind einfach, wenn man sagt, ist es ja ziemlich neu in uns, diese Welt, und wir können es aber nicht mit unserer wirtschaftlichen Welt vergleichen und wir können es auch nicht bewerten. Und wir müssen einfach nur lernen, die Werkzeuge, was wir da überbracht bekommen im Schamanismus, für uns einzusetzen und für uns etwas zu tun. Weil das Jahr 2017 ist es Zeit, dich um dich selbst zu kümmern und nicht mehr um alle anderen. Weil die Zeit, sich um alles andere zu kümmern, außer um dich selbst, ist vorbei. Und das Leben zeigt dir dann immer wieder, wenn du glaubst, dich mehr um die anderen zu kümmern, dass da besser geht, das vergiss. Weil du kannst beginnen, dich jetzt um dich selbst zu kümmern. Und das ist nicht einfach, weil wer hat denn uns das gelehrt, sich um uns selbst zu kümmern? Ja? Und kein schlechtes Gewissen dabei zu haben, wenn man sich um sich selbst kümmert und wenn man sich was Gutes für sich selbst tut. Und ist man dann ein Egoist oder ist man dann ein schlechter Mensch? Nein, man ist einfach bei sich. Nur wenn man bei sich dann ist, kommt man auf viele Sachen drauf, was man wirklich ist. Und das ist nicht manchmal schön. Ja? Manchmal ist man überrascht, was man da eigentlich erfährt über sich. Und dann gibt es auch noch Menschen, die was die Wahrheit über dich sprechen und dir sagen. Und dann denkst du, was will der von mir? Das will ich ja gar nicht hören, weil ich will das hören, was ich mir selber sage. Ja? Und so gibt es viele, viele Herzensmenschen, die was einem helfen auf seinen Weg. Man ist nicht allein. Aber wir haben gelernt, alles allein mit uns auszumachen. Ja? Und das ist das große Thema. Wir sind diese Einzelkämpfer, die was immer wieder glauben, nur es alleine schaffen zu können. Und glauben, wenn wir es alleine schaffen, haben wir es geschafft, bis wir drauf kommen, wir schaffen es jetzt nicht mehr allein. Weil wir brauchen vielleicht einen Begleiter, einen Menschen an unserer Seite, der was uns einfach ein Stück an die Hand nimmt und sagt, ich bin da für dich. Aber ich bewerte dich nicht, ich führe dir einfach nur einen Weg ein Stück weiter. Du entscheidest, wenn du die Hand auslässt, du entscheidest, wie du weitergehst. Und als Begleiter lernt man einfach immer wieder, sich selbst abzugrenzen bei Begleitungen, weil sonst ist man ständig im anderen. Ja? Das ist auch so ein Thema, sich in den Gefühlen der anderen verweilen und seine eigenen Gefühle nicht kennenzulernen. Und immer glauben, die Gefühle der anderen sind meine Gefühle. Und dann steht man da und lernt einmal seine Gefühle kennen und ist überrascht, wie viele Gefühle nicht aktiviert sind und nicht aktiv in uns sind. Weil wir immer geglaubt haben, das sind die Gefühle von den anderen, das sind meine. Und viele Wege einfach dann wieder schmerzliche Erfahrungen sind, weil die Menschen, man glaubt, der andere verletzt dich. Aber die Verletzung liegt an ihm selbst. Nur der andere löst durch seine Handlung diese Verletzung in dir aus. Und dann ist man bitterböse, dann ist man ganz, ganz böse zu den anderen. Weil er hat nichts anderes da, als dir das zu zeigen, wo du noch verletzt bist. In dir, in deinem Herzen. Und du müsstest ihm normalerweise Danke sagen, dass er dort hingefunden hat, wo du selbst einfach einen Widerstand hast, es zuzulassen. Weil eines tut es, es schmerzt. Es schmerzt, wenn das Herz einfach verletzt ist.
Und wir Menschen haben eines gut gebaut, eine wunderschöne große Mauer um unser Herz. Die pflegen wir, die hegen wir, die regeln wir, die lassen wir warten, die schützen wir. Und irgendwann kommt wer, der bricht diese Mauer ein. Und dann ist man überrascht, ja, was dahinter ist. Dahinter bist du. Ja. Dahinter bist du, der, was ich schon immer war, wie du geboren wurdest. Ja. Die Liebe. Ja. Deine Liebe. Ja. Und du glaubtest, du musst was tun, dass du Liebe bekommst. Dabei hast das du selber. Und ständig tust du was für andere, um Liebe zu bekommen. Ständig und wieder ständig. Opferst du dich auf für dein Leben und einen Lohn zu bekommen, Liebe, Aufmerksamkeit, Zeit mit anderen zu verbringen, Zeit für andere zu tun, für dich nichts zu tun, glaubst du dann, das ist dein Lohn. Nur der Lohn wird jetzt gerade in der Zeit abgedreht, weil sie dir Liebesentzug der anderen empfehlen. Und du kannst nur deine eigene Liebe jetzt aufbauen und schauen, wo hast du dich in den letzten Jahren nicht geliebt oder wo hast du keine Grenzen gesetzt, wenn es Grenzen zu setzen wären gewesen. Was gesagt hast, na, Liebe, ein Wort hätte schon genügt, dass der andere merkt, dass er zu weit gegangen ist bei dir. Hast gesagt, na, das tut man nicht. Und hast wieder eine Verletzung. Das ist ein Einblick einfach in dein Inneres, in dein Innere. Aber es ist meine Wahrheit, die was ich da sprich. Das ist meine Erfahrung, was ich da sprich. Und das sind meine Erkenntnisse, die was ich da erfahren habe, über den Weg, wenn es zum Herzen geht. Und jeder wird diesen Weg anders erfahren. Aber jeder geht denselben Weg, das bin ich mir sicher. Wir gehen nicht verschiedene Wege, wir gehen nur denselben Weg, wir sind nur auf verschiedenen, vielleicht auf den Weg, auf verschiedenen Stationen gerade. Ja. Und vielleicht erreicht einer die Station, was ich vor einem Jahr schon erreicht habe, oder ist er schon eine Station weiter als ich. Deswegen sind wir alle dort, wo wir jetzt gerade sind. Und dass wer andere schuld ist für unser Leben, das können wir sich gleich einmal aus unserem Notizbuch ausstreichen, ja, weil es ist keiner schuld für unser Leben. Weil wir haben sich das Leben ausgesucht, dass wir daherkommen sind, um diese Erfahrungen zu machen. Und wir glauben aber, dass alles andere besser wäre, wenn es die anderen verändern würde, als wir selbst. Ja. Und sollte jetzt für jeden Einzelnen eine Entscheidung im Leben sein, die was er schon lange Jahre vor sich hinzieht, dann kann er eines tun, er kann eine Entscheidung treffen oder auch nicht. Aber es wird was auslösen, ja. Und wenn andere über euch entscheiden, dann könnt ihr nur eins mitdenken, dass ihr keine Entscheidung getroffen habt. Weil dann hat es ein anderer getan. Und dann habt ihr viel Zeit auf, viel Zeit nehmt ihr euch dann für diese Entscheidung der anderen, dass es wieder gerade birgt, dass es wieder regelt, dass es wieder in Ordnung kommt. Das Einzige, was verliert, ist eure eigene Kraft, weil ihr seid immer beschäftigt, Entscheidungen der anderen auszubügeln und immer wieder zu schauen. Vielleicht beginnt es, Entscheidungen selbst zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, in die Kraft zu kommen und auch das Leben zu erleben, wie es gerade ist. Ja. Das Hier und Jetzt, das ist ein großes Thema. Ja. Vergangenheit und Zukunft, das ist das Leben. Ja. Aber was ist es Hier und Jetzt? Ja. Nehme die Vergangenheit immer wieder mit. Nehme viel Zeit in der Vergangenheit, denke viel nach über die Vergangenheit. Was hätte ich anders machen sollen? Nichts heißt anders machen. Keiner. Weil du hast das so gemacht, wie du das gemacht hast. Und alles andere sind nur Gedanken. Ja. Und Schamanismus lehrt dir einfach, deinen Kopf ein bisschen freier zu bekommen und deine Gedankenwelt ein bisschen, deinen Gedanken einmal andere Aufmerksamkeit zu geben und deinen Verstand einmal anders zu beschäftigen. Ja. Den Verstand einfach zu beschäftigen, dass er was tut für dich, was du es tun möchtest, aber nicht, dass der Verstand dir sagt, was du zu tun hast, den ganzen Tag. Und du als braver, braver folgst ihm Tag für Tag und machst das, was er zu dir sagt. Und er möchte arbeiten mit dir, aber anders. Ja. Aber du musst ihm sagen, was er zu tun hat.
Und da wären wir dabei, dass wir ihm führen. Ja? Wir führen uns selbst. Jeder von euch führt euch selbst durchs Leben. Ja? Aber ihr müsst klar, eine Klarheit für euch festlegen, wo wollt ihr eigentlich hin? Ja? Oder was wollt ihr? Klar. Nicht das ein bisschen und da ein bisschen. Ja? Das möchte ich schon und das möchte ich nicht. Na klar. Es ist keine Zeit mehr für Unklarheiten, wo man sagt, ja, das kann schon, das wird schon, das kommt schon. Nein. Ja oder nein. Und das Herz versteht das nicht. Na, da ein bisschen und da ein bisschen. Und vielleicht kommt auch noch die Hüfte mir. Nein. Du hast einen Herzenswunsch, einen großen in dir. Und den möchtest du leben, erleben. Ja? Einer der Wünsche kann glücklich sein, es kann Liebe sein, es kann Freiheit sein. Für jeden anders. Ja. Und wenn ich jetzt einmal so durchfrage und ihr denkt jetzt einmal einfach nicht nach, einmal einfach ein paar Sekunden nicht nach, und ich stelle euch nur eine Frage, dann muss sofort eine Antwort kommen, ohne zu denken. Und ich stelle jetzt einmal die Frage, was ist euer größtes Bedürfnis? Vom Herzen zu denken und zu lenken. Herzen zu denken und zu lenken. Von Herzen zu denken und zu lenken. Es ist meistens so, dass der Verstand das dann, wenn man zu lang nachdenkt, verändert. Ja. Der Impuls, das Erste, was kommt, ist immer wahr. Alles andere ist verändert durch den Verstand. Den Impuls zu folgen und das Bedürfnis zu erleben. Weil wie viele Bedürfnisse stellt man zurück für andere und lebt sein eigenes Bedürfnis nicht aus? Weil man immer wieder glaubt, das ist nicht wichtig. Wo wir jetzt hingeführt werden in dieser Zeit, sein eigenes Bedürfnis wahrzunehmen und nicht mehr zu sagen, es geht nicht mehr und ich habe keine Zeit mehr. Ihr habt Zeit genug bekommen, hier auf Erden zu leben. Das, was ihr als Zeiträuber nennt, seid ihr selbst. Ihr raubt euch die Zeit selbst. Weil niemand kann man sagen, dass er keine Zeit hat in seinem Leben. Niemand kann man sagen, dass er keine Zeit hat, in die Natur zu gehen. Niemand kann man nicht sagen, dass er keine Zeit hat. Die Ausreden, und ich bin ja so stressig unterwegs und die Leute wollen alles von mir, das sind Ausreden. Ja? Die Ausrede wäre, ich weiß nicht, wie ich mir Zeit nehmen kann. Bitte unterstütz mich. Das war mir eine neue Antwort. Ja. Das war mir eine neue Frage. Weil dann könnte man einmal arbeiten. Arbeiten miteinander, wo man sagt, wo brauchst du Zeit? Oder wer raubt dir die Zeit noch? Und so viele Sachen stecken in euch. Aber es muss irgendwer euch hinführen zu den Antworten, die was euch ihr dann selbst gebt. Weil ihr habt die Lösung in euch immer. Es gibt keinen, der was eine Lösung für euch hat. Und wenn ihr glaubt, den findet ihr noch in der Wüste, dann bleibt es in der Wüste und dort verdurstet es. Es gibt niemanden. Ihr habt eure eigene Lösung. Und diese Lösung, die was ihr in euch trägt, trägt da drinnen im Herzen. Ja? Und die Seele unterstützt euch. Ihr seid geboren als Mensch hier auf Erden, um alles zu erleben. Wut, Zorn, Hass, Liebe, Glück, Freiheit und das auszuleben und nicht zu unterdrücken. In Momenten, wo ihr wütet seid und sagt es im Innersten, sagt es, nein, das tue ich nicht, das darf ich nicht. Ich darf jetzt nicht schreien, weil das tut man nicht. Alles, was das Gefühl im Moment haben möchte, lasst es zu. Das ist der Ausdruck von euch selbst. Und alles, was ihr nicht tut, drückt ihr euch nicht aus. Und das kostet Kraft. Und wenn ich bei meinen Zeremonien singe, schreie, ist das nur ein Ausdruck von mir selbst. Was ich früher unterdrückt habe, weil ich mich nicht traut habe, weil ich Angst gehabt habe, weil ich nicht singen kann. Und wie hört sich das an? Was werden die anderen sagen? Ich habe das nie gelernt. Ich habe 2005 mit Trommeln angefangen. Da habe ich Djembe trommelt. Ich habe kein Taktgefühl gehabt. Aber ich habe einen Impuls gehabt, ich möchte das machen. Das hat mich so hingezogen. Bin dann in einen Kurs gegangen
ja, bin mit meiner Frau tanzen gegangen und habe immer müssen warten, bis sie einsetzt, weil ich habe sie nicht gehört. Und wenn es aus war, hat sie müssen wieder einsetzen. Und beim Trommeln genauso, ja. Ich habe den Takt nicht gehört. Ja. Am Anfang geht es, du machst gewisse Schläge, die kannst du dann noch abschauen, die kannst hinschauen. Wenn das Trommeln dann schneller wird, steigst du aus, wenn du keinen Takt hörst. Ja. Und irgendwann ist es bumm gegangen und ich habe was gehört. Und ich habe mir aber diesen Zweifel, der was immer wieder gesagt hat, du Peter, du kannst das eh nicht. Das geht eh nicht, du hast das nie gelernt. Das geht gar nicht. Ich schreibe viele Texte in meiner Gruppe, in Schamanisch Leben und Lernen. Und ich habe ein Thema mit der Rechtschreibung, ja. Das weiß ich, dafür stehe ich ja. Das ist einfach meine Schwäche. Ja. Früher änderte meine Frau alle meine Texte, weil sie gesagt hat, du kannst das gar nicht rausgeben, weil das ist sowas von... Aber heutzutage gebe ich die Texte so aus, wie ich schreibe, weil mein Herz schreibt so. Ja. Und wenn du das liest und du regst dich auf, weil so viele Rechtschreibfehler drin sind, dann reg dich auf. Wenn du das mit dem Herz liest, vielleicht hörst du was davon oder fühlst du was davon, ich weiß es nicht. Aber ich kann es, und die Claudia hat jetzt auch meine Frau gesagt, ich werde es dir nicht mehr verändern, weil ich verändere damit deine Energie. Weil sie, wenn sie mir die Texte umtat, bin nicht mehr ich das, was ich geschrieben habe. Und das musste sie auch lernen, weil am Anfang war es nicht einfach, es so auszuschicken, ohne zu korrigieren. Ja. Und jetzt habe ich vor, ein Buch zu schreiben. Und das erste Buch, das was kein Lektor finden wird, sondern die Texte werden so weiter wahrscheinlich in Eigenverlag gedruckt. Ja. Weil man verändert meine ganze Form und man verändert mein ganzes Ich damit. Wenn ich meine Texte jetzt Lektoren übergeben würde, würden die komplett meine Texte verändern und dann bin es nicht mehr ich. Wenn wir schauen, wie das funktioniert und wie das ankommt bei den anderen Menschen. Aber ich stehe dazu. Ich stehe zu meinen Schwächen, ich stehe zu meinen Stärken. Weil das bin ich, das bin der Peter. Der Peter ist eben so. Ja. Der Peter hat vieles über sich erfahren dürfen, hat auch wahrscheinlich viele Menschen verletzt in seinem Leben, wurde verletzt, durfte vergeben, durfte lernen zu vergeben, durfte lernen einfach Demut erfahren, durfte von seinem Hochmut runterkommen, durfte erfahren, was wirklich Demut ist, nicht das, was wir kennen, sondern Demut ist, dass ich mich vor einem anderen auch verbeugen kann und seine wahre Größe zu erkennen, weil wir sind alle groß. Hochmut ist ja, meistens fällt man ganz tief, aber in den Augenblick, wenn man diese Gefühle nicht in sich hat, können viele Menschen dir das sagen, aber du fühlst es nicht. Und wenn du es nicht fühlst, kannst du es auch nicht verändern. Erst wenn du etwas fühlst in dir, dann kannst du die Veränderung durchführen, weil dann wird dir bewusst, was du eigentlich gemacht hast. Vorher sind es Worte. Und viele Menschen sprechen Worte, viele Menschen sprechen Worte über Liebe, ist ein großes Wort, aber was bedeutet das für jeden Einzelnen? Weil jeder Einzelne fühlt anders und für jeden Einzelnen ist Liebe was anderes. Deswegen kann man diesen Vergleich, lasse den Vergleich für mich nicht persönlich zu, dass man dieses eine Wort für alles verwendet, sondern man doch den jeden Einzelnen fragen darf, was für dich Liebe ist. Ja. Und wie fühlt sich für dich diese Liebe an in dir? Und liebst du dich wirklich? Oder glaubst du, dass du dich nicht lieben kannst? Oder was brauchst du noch, um dich zu lieben, zu beginnen, ja? Beginnen zu lieben? Selbstliebe ist auch der Ausdruck, Wertigkeit ist der Ausdruck. Wir haben nicht gelernt in unserem Leben Wertigkeit. So wie ich bin in einem Arbeiterverhältnis aufgewachsen, Angestellten, mir wurde die Wertigkeit vorgegeben, ja, durch meinen Gehalt, ist einfach meine Wertigkeit bestimmt worden für meine Dienstleistung. Jetzt, durch diese Erfahrung, durch diesen Prozess, habe ich lernen dürfen, meine Wertigkeit selbst zu bestimmen, wo ich mich wohlfühle. Ich bin selbstständig, ich bin nirgends angestellt. Ich übe mein Handwerk selbstständig aus, ich übe meine schamanische Arbeit selbstständig aus. Durfte lernen, immer wieder dieser Prozess von Jahr zu Jahr meine Wertigkeit zu erhöhen.
Und dann noch immer zweifeln, ist das schon wieder zu viel oder ist das zu wenig? Und musste auch lernen über dieses Gefühl, dass es für mich in Ordnung ist, aber es auch veränderbar ist, ja, und nichts fix ist. Ja. Und so gehe ich einfach durchs Leben, durchs Vertrauen. Ja, Vertrauen wurde mir auch gelehrt. Und wenn das Vertrauen einfach, oder wenn ich stocke, dann stockt alles um mich. Wenn ich Prozesse habe, dann habe ich einfach meine eigenen Prozesse, die was ich mir anschauen darf. Weil auch andere lösen bei mir meine eigenen Themen hoch, die was noch da sind. Und jetzt kann ich mich verwehren, dass ich es mir nicht anschaue, oder ich lasse einfach zu und lasse mich ein auf den eigenen Prozess. Und ich kann euch nur sagen, jeder Prozess hat ein Ende. Das ist keine Ewigkeit, sondern man muss nur durchgehen, man muss nur sich trauen, durchzugehen. Ja. Und es gibt die Möglichkeit, das zu tun, was man wirklich aus dem Herzen tun möchte. Ja. Weil eines geschieht, wenn man das dann tut, ist man mit der Aufmerksamkeit dann dort, ja, was man tut. Und wie viele Menschen sind mit der Aufmerksamkeit, wenn sie in die Arbeit gehen, nicht dort, wo sie machen, sondern sie erzählen zwar, sie haben eine Arbeit. Sie erzählen zwar, sie gingen in der Arbeit, aber mit der Aufmerksamkeit sind sie nicht dort. Und dafür bin ich dankbar, ich kann das machen, was ich liebe. Damit bin ich mit der Aufmerksamkeit, wenn ich Handwerk ausübe, beim Handwerk, und wenn ich eine Seele begleite, bei der Seele, mit meiner ganzen Aufmerksamkeit. Und meine Gedanken sind nicht irgendwo, was wir am Wochenende machen und was ist noch zum Zahlen, sondern diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit gegenüber anderen ist ein großes Lernen, ist eine große Lernaufgabe für alle. Achtsam den anderen wahrzunehmen, achtsam den anderen zuzuhören, achtsam zu den anderen seine Grenzen aufzuzeigen und von seinen Gefühlen zu sprechen, Worte zu sprechen. Ja. Ich habe das eh gefühlt, ich habe eh gewusst, wie es da geht, aber ich habe es nichts gesagt. Das hilft mir nicht. Mir hilft, wenn ein Mensch bringt. Eigenen und die geistige Welt hat eine Geschichte, weil die Wiederholer, wir würden ja Wiederholungen sofort erkennen, aber die geistige Welt macht eins, sie ändert die Darsteller. Deswegen ist uns die Wiederholung nicht sofort klar. Und wir glauben, dass wir gar nicht in der Wiederholung sind, sondern im Neuen sind. Und dann kommen wir drauf, plötzlich beim Ende, jetzt war es wieder eine Wiederholung. Ja. Und dann schauen wir mit großen Augen und denken, aha, bis wir mal drauf kommen, wie können wir diese Wiederholung stoppen? Und was dürfen wir tun, dass wir es wirklich nicht mehr wiederholen? Und wie achtsam sind wir denn eigentlich, wenn wir durchs Leben streiten, zu uns selbst? Und das müsst ihr euch selbst fragen. Ja. Aber ihr kriegt eine Antwort, wenn ihr es fragt. Vielleicht einmal eine neue Antwort oder was Neues für euch. Das, was euch einfach zeigt, zu eurer Aufgabe, die was ihr wirklich aus dem Herzen tun möchtet. Und wenn ich so in die Runde frage, wer macht das wirklich, was aus dem Herzen tut, wirklich aus Liebe, sei es ein Beruf, sei es eine Arbeit. Wer macht das? Der kann mit der Hand aufzeigen. Wer macht es, weil es eine Verpflichtung ist? Oder weil es dazugehört zum Leben? Arbeiten gehört dazu, weil da verdient man Geld und mit Geld kann man sehen, das ist seine Existenz. Oder ist es nicht so wichtig, die Arbeit, wo man tagtäglich verbringt? Sein Leben lang verbringt, mit anderen Menschen verbringt da drin in der Arbeit, und man ständig
zwischenmenschliche Beziehungen aufbaut bei den Menschen, mit denen was man arbeitet, wo man sich darüber ärgert, über die Menschen, über die Firma, über den Chef, über alles andere. Weil man sollte eines, wenn man eine Arbeit tut, sich auf seine Arbeit konzentrieren und nicht das ganze Umfeld wichtiger ist. Ja. Weil eines hat der Chef schon geschafft. Er hat euch eine Arbeit gegeben. Ja. Und ich habe beides schon erlebt. Ich war Chef mit 15 Mitarbeitern. Ich habe beide Seiten. Ich kenne beide Seiten. Ja. Und deswegen kann ich das eine und das andere nicht verurteilen. Einer lebt vielleicht seine Vision. Zu seiner Vision braucht er Menschen, die was ihm unterstützen. Aber leben die auch seine Vision? Das ist die Frage. Das stellen wir immer. Ist es wichtig, die Vision des Unternehmers zu tragen, oder ist es wichtig, dass ich am Ende des Monats mehr Geld habe? Und wenn ich krank bin, bin ich krank. Und wenn ich Urlaub brauche, habe ich Urlaub. Und wenn ich in der Früh nicht aufstehen will, dann melde ich mich krank. Oder bin ich wirklich mit der Aufmerksamkeit zu sagen, ja, das ist das, was ich machen möchte. Dort möchte ich, da sehe ich mich auch dort und das macht mir Freude. Das ist ein Teil des Lebens. Ja. Und so ist es aber mit allen im Leben. Ja. Vieles, was mir nicht Freude macht, dann lasst es. Warum macht es? Man kann was machen, was einem wirklich Spaß macht. Ja. Wenn man es auch nicht weiß, dann geht man auf die Suche. Weil Kreativität ist jeden, in jedem von uns. Ja. Aber die Kreativität muss einfach gelebt werden und ausgelebt werden in einem. Die muss einfach raus. Und ob das jetzt Maler, Zeichner, Schreiben, Singer, jeder hat einen anderen Teil seiner Kreativität, was er erleben möchte. Und nur da oben alles denken und das fällt nicht ins Herz, kommt es auch nicht auf die Erde. Das könnt ihr mal glauben. Das bleibt irgendwo da oben. Ja. Das bleibt in einer Traumwelt da oben verhaftet und dort wird es auch bleiben. Ja. Ihr werdet es nie auf der Erde erleben, ja. Weil irgendwas es nicht nährt. Und das, was euch nicht nährt, ist das Herz. Weil wenn es wirklich, wirklich, wirklich ist, dann habt ihr ein Gefühl dazu. Dann habt ihr Liebe dazu. Und dann werdet ihr es erleben auf der Erde. Aber wirklich erleben. Das ist dann kein Traum mehr. Das ist nicht ein Wunsch. Sondern ihr werdet es erkennen, wie das dann wirklich ist, wenn ihr es erlebt und wirklich spüren könnt, auch greifen könnt. Ja. Weil nur geistig arbeiten fehlt den Menschen immer die irdische Sache. Ja. Weil wir sind nicht im Geiste da, wir sind auf der Erde, wir brauchen was, was wir erschaffen. Ja. Und wie viele Menschen erschaffen noch etwas für sich? Wenige. Ich kann jetzt durch mein Handwerk wieder sagen, ich erschaffe mir jetzt durch meine Hände, durch meine Kreativität wieder was, was ich sehe. Das hat mir jahrelang gefehlt über diese geistige Welt. Da war zwar alles da, aber es war nichts greifbar für mich, was meine Kreativität nährt im Leben. Und viele, viele sind kreativ für andere, aber nicht für sich selbst. Weil für andere die Lösung zu finden, die ist sofort da. Für andere zu wissen, was gut ist, ist sofort da. Aber seine eigene Kreativität zu erkennen, seine eigene Lösung zu finden, ist nie da. Ja. Für andere alles zu wissen, Ratschläge zu geben. Vielleicht fragt es einmal die anderen, ob sie einen Auftrag von ihm bekommen habt, ob sie ihm etwas sagen dürft, bevor es Ratschläge und Lösungen wieder weitergibt. Ja. Und wenn ihr euch einen Auftrag erteilt, dann habt ihr einen Auftrag. Ja? Weil ihr macht ja nichts ohne Auftrag im Leben. Ja? Weil ihr werdet nie einen Strom oder ein Auto kaufen ohne Auftrag, die was ihr unterschreibt. Aber bei den Menschen braucht man keine Aufträge. Da sind wir alle Berater. Da sind wir alle, haben wir Lösungen für die Menschen. Können wir es begleiten? Weil da braucht man von denen keinen Auftrag. Und wie viele Menschen haben euch nicht beauftragt, für ihnen oder für sie eine Lösung zu finden. Sondern ihr habt es ihnen überschüttet, weil ihr die Lösung habt. Weil es ja immer einfacher ist als für sich selbst. Und das war so ein Gedankenanstoß einmal, zu überlegen, wann wieder der Nächste mal fragt,
fragt sie einmal, gibst du mir den Auftrag? Dann kann ich da was sagen, wenn nicht, dann lass es. Und dann lass es und lebe mein Leben. Weil sonst bin ich ständig immer bei den anderen. Und das ist auf Dauer nicht gut. Das sind Erfahrungen von mir als Begleiter. Das sind Erfahrungen einer Abgrenzung, eine Erfahrung, dass wir nicht derjenige sind, der was über einen anderen bestimmt. Aber wenn wir es fühlen, wenn wir spüren, wenn wir es wissen, ist es nicht unsere Aufgabe. Wir haben selber, oder jeder von uns, hat selber vieles zu tun für sich. Und er muss nicht sich für die anderen nur alle kümmern im Leben, sondern kümmere dich um dich. Und das, was du noch dazu brauchst, was dir noch fehlt, das hat vielleicht ein anderer, wenn du darum bittest. Weil bitten einen anderen, gerade in dieser Ebene, in der Gefühlsebene, in der Offenheit, ist eine große Herausforderung für den Einzelnen, wenn er die Bitte ausspricht. Und in der Spiritualität, in der großen Welt der Dienstleistung, die teilweise wirtschaftlich geführt wird, teilweise marketingmäßig geführt wird, ist es nicht einfach, sich dort am Platz für sich zu finden oder wer begleitet mich auf dieser Reise. Aber eins habt, das was euch immer nicht betrügen wird, ihr habt euer Gefühl und euer Herz. Und wenn ihr eben sucht, einen Begleiter oder an der was euch ein Stück, dann geht es nach dem Gefühl und nicht wie wenn ihr euch ein Auto aussuchen würdet. Ja. Was kann der, was verlangt der, was ist der? Nix. Geht es nach eurem Gefühl, dort, wo es euch hinführt. Und wenn nicht, kriegt ihr auch eine Erfahrung, weil ihr habt euch ja so ausgesucht. Es hat euch keiner gezwungen, dorthin zu gehen. Ihr seid ja selbst hingegangen. Aber dann darüber schimpfen, dass der schlecht ist und der kann sein Handwerk nicht, das würde ich einfach vermeiden. Ja? Weil ihr habt dann gemeinsam die Erfahrung machen müssen. Ja? Hättet ihr euch ein Gefühl vertraut, hättet ihr euch ein Herz gehört, vielleicht wart ihr dann zu einem anderen Begleiter gekommen. Aber es ist eure Entscheidung, ihr habt einen freien Willen. Ihr könnt jederzeit entscheiden, aber nicht aufregen, wenn es nicht nach eurer Pfeifen rennt und nicht tanzt, dass der andere schlecht ist. Das ist nicht schlecht, der ist gerade zum richtigen Zeitpunkt bei euch gewesen, weil ihr ihn braucht habt, um das einmal zu erkennen oder auch nicht zu erkennen. Ja. Und in dieser Welt, Schamanismus in den letzten 10 Jahren ist so vielfältig geworden bei den Anbietern, so groß, mit verschiedenen Themen, Vielfalt, Schamanismus ist vielfältig, die Seelenebene, Seelenlandschaft ist groß, aber man muss selber wissen, wenn man Schamanismus macht, wo zieht es einen selbst hin? Was ist deine Aufgabe, wenn du Schamane hier sein möchtest und mit welcher Aufgabe möchtest du Menschen begleiten? Alles zu tun, um zu gefallen, ist nicht Schamanismus. Alles zu tun, mit Dämonen zu kämpfen, wenn man seine eigenen Dämonen sich nicht einmal angeschaut hat. Vielleicht schaut man sich einmal seine eigenen Dämonen an, bevor man schreibt, man kämpft mit Dämonen. Weil es sind meistens die eigenen, die was die begleiten und die was nicht angeschaut worden ist. Weil die liebe Lichtfraktion in der Spiritualität ist im Aussterben. Weil die Schattenseiten schon so groß werden, dass die Menschen jetzt an ihre Schatten geführt werden, ja? Die, was sie jahrelang sich nicht ansehen wollten, weil sie glaubt, Licht und Liebe ist toll, ja? Aber ohne Dunkelheit kann es nicht hell sein. Kein Tag, keine Nacht. Und so ist in uns auch. Wir müssen sie die Nachtseite, die Schattenseiten in uns auch mal ausschauen. Und wenn wir auch nicht glauben, dass wir auch haben, wir haben auch. Beide, alle von uns. Jeder, der was du siehst, hat beides. Ich nicht ausgeschlossen, ich habe das auch. Aber für was entscheide ich mich? Für was, welche Seite entscheide ich mich? Für die dunkle oder für die helle? Schamanismus kann man in beiden leben. Fürs Helle oder fürs Licht oder für die Dunkelheit. Aber man darf sich entscheiden, für welche Seite ich arbeiten möchte. Aber da ein bisschen dunkel arbeiten, da ein bisschen hell arbeiten, das ist der Mensch. Ja, ja, nichts entscheiden. Ein bisschen da, ein bisschen da. Ja? Da kann ich nichts verlieren. Aber Entscheidung treffen und ich habe mich für die helle Seite entschieden. Ich habe mich fürs Herz entschieden und ich habe mich nicht entschieden für die andere Seite. Aber es war eine Entscheidung. Ja?
Und ich habe viele Begleitungen, die haben sich noch nicht entschieden, für welche Seiten sie arbeiten wollen. Ja? Und das ist auch interessant, ja? Dass man doch abwägt, was doch besser wäre. Ja? Weil was ist denn schwieriger? Der Herzensweg ist schwieriger als die dunkle Seite, die ist einfacher. Ja? Das ist schneller erreicht, was ich machen will. Nur der Herzensweg ist der längere Weg. Der erfahrungsreiche Weg, wo man sich selbst anschauen darf. Bei der Dunkelheit muss ich nicht viel mich selber ausschauen, da muss ich nur handeln und tun. Aber das ist nicht der Weg, ja, für mich. Und so werdet ihr vielleicht auch einen Weg für euch finden. Ja. Und was nährt ihr doch noch in euch in der Dunkelheit? Ja? Fragt euch einmal das. Wo ist da noch? Gebt ihr Nahrung da die ganze Zeit und kommt nicht in die Kraft, was ihr eigentlich seid. Ja? Und es ist interessant, es ist erfahrungsreich, es ist berührend und es ist erfrischend, wenn man sich selbst kennenlernt. Ja? Manchmal traurig, manchmal schmerzlich, manchmal lustig, manchmal hoffnungslos. Aber das sind die Gefühle, was wir haben. Ja, jeden Tag. Jeden Tag leben wir die Gefühle aus. Und die dürfen ständig anders sein. Ja. Und ständig gut drauf sein. Den ganzen Tag gut drauf sein, wenn es mir schlecht geht. Und jeden sagen, ich bin so gut drauf. Das ist, aha. Und das ist, ja, das ist Selbstlüge pur. Aber wirklich pur, ja. Weil ich darf auch sagen, mir geht es heute nicht gut. Und ich darf auch sagen, ich brauche meine Zeit und ich brauche meine Ruhe. Das darf ich auch, wenn ich mich traue, das auszusprechen. Ja. Und ich habe meine Trommel mit und ich werde dann ein paar Minuten als Abschluss noch trommeln und ihr könnt einfach die Augen zumachen. Und ich sage immer, lass das zu, was kommen wird, ja. Wir Menschen haben immer Erwartungen, wir Menschen haben immer kaum Erwartungen erfüllen zu müssen. Aber es kommt immer anders, als was man erwartet. Immer. Und dann ist man enttäuscht, die Erwartung nicht erfüllt worden ist. Und dann, wenn man mit keiner Erwartung mehr hineingeht ins Erleben, kommt was Neues. Und dann ist man überrascht. Und plötzlich, aha. Und wenn man sich selbst Antworten gibt, dann kriegt man das Aha-Erlebnis. Aber es muss der andere hinführen zu deinen Antworten, weil die gibst du dann. Und dann bist du überrascht, dass du selbst deine Antwort gefunden hast. Und du bist ganz glücklich und ganz happy. Jetzt hast du das verstanden. Jetzt ist ein Bewusstsein. Vorher ist irgendwo gewesen, wo du es nicht gefunden hast. Vorher war es irgendwo versteckt, aber es war da. Aber gefunden hast du es nie allein. Und du findest es. Nicht allein. Das kennt's mal klar. Weil auch ich bin der Einzelkämpfer. War oder bin's noch, weiß ich noch nicht. Der, was alles allein schaffen möchte. Und ich werde immer wieder gelehrt, nein, nein, nein. Es gibt Menschen an deiner Seite, Herzensmenschen, du musst sie nur fragen. Aber du musst einfach nur ein Gefühl gehen. Ja. Männer heilen Frauen, Frauen heilen Männer, wenn man es zulässt. So ist es an das Herz, weil wer hat verletzt? Meistens der Mann die Frau den Mann. Und jetzt soll diejenige Person die Heilung bringen? Ja, das kann passieren, wenn man sich wieder einlässt. So ist ein Teil des Weges zum Herzen. Aber jeder findet sein Werkzeug, wo er zu seinem Herzen kommt. Und es muss nicht der Schamanismus sein. Es gibt viele andere Möglichkeiten, viele andere Methodiken, viele andere spirituellen Aufgaben oder Begleiter, die was dich dorthin führen, zu diesem, deinem Herzen. Ja. Und wenn du diesen Raum öffnest in deinem Herz, schau dann einmal an.
wie es angeräumt. Es stehen Sachen von anderen drin, die was du nicht mehr aufgekommen hast, was du das nicht hergeben willst. Oder fangst damit zum Entrümpeln an und räumst damit den Herzensraum aus. Vielleicht gehören dir die Sachen gar nicht, die was da drin sind, sondern es gehören anderen und du brauchst das nicht mehr. Und dann gestalte diesen Raum, den du Herzensraum nennst, weil dieser Raum ist das, was du im Außen erlebst, in deinem Leben, das ist der Raum. Denn was da drinnen ist, findet draußen statt. So wie im Innen, so im Außen, das bist du. Zu sagen, na, das im Außen hat nichts mit mir zu tun, das ist wieder eine Selbstlüge. Weil das Innen strahlt nach außen, das Außen strahlt nach innen. Dann noch öffne einfach dein Herz, Raum zusammen, erschaffe dir diesen Raum neu. Hier ist alles möglich, was du machen möchtest. Ich schaue es. Ich weiß, ich habe 20, 30 Jahre nichts geredet. Da war ich zum Reden anfangen. Aber ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ja. Dann danke ich euch. Sollte mich wer in der Gruppe besuchen wollen, Schamanisch Leben und Lehren, oder über Facebook Fragen hat, dann fragt. Ich wohne in Oberwenk, in Spital am Bürn, auf 950 Meter, bei der Flindelmühle, in der Natur, gebe Seminare, Ausbildungen etc. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, lieber Peter, für den fabelhaften Beitrag. Dankeschön. So, jetzt kommt ein sehr interessantes Thema. Also ich finde es auch sehr, sehr interessant. Die Rückwärtssprache. Was ist verborgen mit der Rückwärtssprache in unserem Unterbewusstsein? Herzlichen Dank, Frau Karina Kaiser. Bitteschön. Ja, genau, 2-3 Minuten, aber es wird interessant. Das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.